Heute möchte ich euch mal wieder ein paar gute aktuelle Spiele vorschlagen, die ihr wunderbar zusammen mit Freunden spielen könnt. Ich lege diesmal einen Fokus darauf, dass die Spiele Online-Multiplayer unterstützen. Ein paar bieten aber auch Couch-Koop. Wer speziell nach Offline-Multiplayer-Games sucht, dem empfehle ich die zwei Videos, die ich verlinkt habe. Ein Online-Koop-Video habe ich zuletzt 2018 gemacht. Da tauchten bereits einige noch immer empfehlenswerte Schwergewichte, wie zum Beispiel Diablo 3, Monster Hunter World, Warhammer Vermintide 2 oder A Way Out auf, die in diesem Video daher nicht weiter erwähnt werden. Auch Free-to-Play-Spiele haben ihre eigenen Videos, sodass Spiele wie Warframe, Dauntless oder Destiny 2 hier nicht auftauchen werden. Der Fokus liegt auf Konsolenspielen. Auf dem PC gibt's natürlich auch unzählige empfehlenswerte Titel. 9 der Spiele auf dieser Liste sind ebenfalls auf dem PC verfügbar. 9 gibt's auf den PlayStation-Konsolen und 8 auf Xbox-Systemen. Die Reihenfolge der Spiele ergibt sich aus meinem üblichen Meta-Mix-Score. Bei Serious Sam 4 war ich mir nicht so sicher, ob ich es hiermit aufnehmen will. Aber da ich zum Beispiel Outriders schon so oft gezeigt habe und dieses Spiel noch gar nicht, wird es einfach mal Zeit. Denn Serious Sam 4 ist perfekt geeignet, wenn man zusammen mit Freunden ein bisschen ballern will, ohne groß das Hirn einzuschalten oder zwischendurch immer wieder Ausrüstung oder Fähigkeiten überprüfen zu müssen. Splitscreen gibt's bei diesem Teil zwar nicht, dafür aber Online-Koop mit bis zu 4 Spielern. Macht euch auf eine dämliche Story, steife Charakteranimationen und nicht das allerkreativste Leveldesign gefasst. Freut euch dafür aber über einen tollen Soundtrack, reichlich Geballer, coole neue Gegnertypen und flachen Humor mit 1A One-Linern, den man eben am besten zusammen mit Freunden genießen kann. 9 bis 13 Stunden sollte euch das Spiel beschäftigen. Außerdem gibt's mit dem etwa 6 Stunden langen Standalone-Add-on Siberian Mayhem seit kurzem noch mehr Kanonenfutter. Ich nehme hier mit Far Cry 6 mal den neuesten Teil, den man natürlich nicht für den besten halten muss. Doch das Spiel macht seine Sache insgesamt recht gut und unterscheidet sich nicht fundamental von seinen Vorgängern. Die Story ist vorhersehbar und manche Charaktere zum Fremdschämen. Der toll besetzte Bösewicht hätte dafür etwas mehr Screentime vertragen. Aber darauf kommt es im Kern auch nicht an. Ähnlich wie bei den Just Cause Spielen wird hier auf Action und Explosion gesetzt. Nur dass ihr das Geschehen eben zu zweit im Online-Koop erleben könnt, sobald jeder die ersten Story-Missionen absolviert hat. Anschließend gibt es zu beachten, dass der Story-Fortschritt, wie schon bei den vorherigen Teilen, nur beim Host gespeichert wird. Ausrüstung, Ressourcen, Geld und XP erhält aber jeder für sich. Außerdem ist das Schnellreisesystem deaktiviert. Dafür könnt ihr euch gegenseitig heilen und wiederbeleben, was das Spiel in Teilen einfacher macht. Ihr könnt mit einer Spielzeit von 22 bis 35 Stunden rechnen. It's fun. Dass Orcs Must Die 3 sein Debüt zuerst exklusiv auf Google Stadia gefeiert hat, war für den Bekanntheitsgrad sicherlich wenig förderlich. Seit Mitte 2021 dürfen aber auch PlayStation, Xbox und PC-Spieler wieder gemeinsam Orks verkloppen und in fiese Fallen tappen lassen. Es handelt sich hier um ein Tower-Defense-Spiel, bei dem ihr mittendrin seid. Die Fallen werden in einer Vorbereitungsphase und immer wieder zwischendurch von euch platziert. Wenn die Horden kommen, müsst ihr verhindern, dass zu viele von ihnen an euch vorbeikommen. Der Titel ist auf 2-Spieler-Koop ausgelegt. Am besten läuft es, wenn jeder sich auf unterschiedliche Fallen konzentriert, damit ihr sie bestmöglich aufrüsten und kombinieren könnt. Es ist mit etwa 9 bis 15 Stunden Spielzeit zu rechnen. Danach gibt es aber noch zahlreiche Möglichkeiten, sich gemeinsam schwereren Herausforderungen zu stellen. Als Erweiterung gibt's bisher nur den Cold as Ice DLC, der 3 zusätzliche Maps und ein paar neue Items ins Spiel integriert. Borderlands 3 ist nach wie vor der neueste Teil der Loot-Shooter-Reihe und bietet neben gut gelungener Grafik eine Vielfalt von Waffen, die ihr euch nicht zu träumen gewagt hättet. Story, Charaktere, Charme und Witz sind dafür leider nicht auf Top-Niveau. Einige empfehlen sogar, die Sprachlautstärke gleich ganz runterzustellen. Da ist es wohl besser, sich einfach mit bis zu 3 weiteren Freunden zu unterhalten und das schnelle Gunplay mit dem gelungenen Gameplay-Loop des Titels zu genießen.
Auf Konsolen kann man neben Online-Koop auch einen Splitscreen-Modus für zwei Spieler nutzen. Dieser ist aber insbesondere auf den älteren Konsolen kein besonders flüssiges Erlebnis. Es ist daher vorzuziehen, dass jeder an einem eigenen Gerät spielt. Borderlands 3 hat das Zeug, euch mindestens 20 Stunden zu beschäftigen. Mit Nebenmissionen ist aber auch doppelt so viel oder mehr kein Problem. Zusätzlich gibt es inzwischen noch mehrere Story-DLC-Pakete, die jeweils etwa 15 bis 10 Stunden Content liefern. Der Launch von Dying Light 2 war nicht ganz reibungslos. Es gab insbesondere auf den Konsolen technische Probleme. Last-Gen-Versionen fallen stark ab. Die eigenen Entscheidungen im Spiel haben nicht mehr einen so großen Einfluss wie ursprünglich beworben. Was die Qualität der Story und Charaktere angeht, so gehen die Meinungen stark auseinander. Es gibt aber wohl durchaus einige gute Haupt- und Nebenmissionen. Der Rest ist jedoch viel Copy-Paste. Einig sind sich die meisten, dass die Parkour-Action wieder gut gelungen ist und die Fähigkeiten machen Spaß, je weiter man im Spiel vorankommt. Ähnlich wie bei Far Cry wird der Spielfortschritt nur beim Host gespeichert. Und auch hier muss erst von jedem der 1-2 Stunden lange Prolog absolviert werden, bis es zusammen losgehen kann. Dann können bis zu 4 Spieler auf die Reise gehen und alles gemeinsam erleben. Wichtig zu wissen ist, dass Spieler mit der geschnittenen deutschen Version auch nur mit Spielern der entsprechend gleichen Version zusammenspielen können. 22 bis 40 Stunden sind zum Durchspielen realistisch. Wer will, kann aber auch 500 Stunden spielen. Die Gears of War-Reihe war von Anfang an auf Koop ausgelegt. Der aktuelle Teil Gears 5 macht dabei keine Ausnahme. Neben Online-Koop wird außerdem Splitscreen für bis zu 3 Spieler unterstützt. Wobei der dritte Spieler lediglich die Rolle eines Roboters übernimmt. Daher ist es wohl eher ein Zweispieler-Koop-Spiel. Die 11 bis 13 Stunden lange Kampagne ist toll inszeniert und hat sowohl optisch wie auch akustisch einiges zu bieten. Die Action ist wuchtig und Kämpfe abwechslungsreich. Neben der Kampagne gibt es auch noch den Koop-Multiplayer-Modus Flucht, bei dem 3 Spieler eine Bombe in einem Schwarmstock platzieren und gemeinsam fliehen müssen. Zusätzlich gibt's einen klassischen Horde-Modus, in dem bis zu 5 Spieler Wellen von Gegnern überleben müssen. Wer den Game Pass Ultimate nutzt, kann sich auch kostenlos die Erweiterung Hivebusters herunterladen, die was Optik und Abwechslung angeht sehr gut gelungen ist. Mit 3 bis 4 Stunden ist das sehr lineare Erlebnis allerdings ein kurzes Vergnügen, weshalb ich das Add-on zum vollen Preis eher nicht empfehlen würde. Deep Rock Galactic ist ein Koop-FPS für bis zu 4 Bergbauzwerge, die jeweils über eigene, ganz spezielle Fähigkeiten verfügen, die euren Auftrag erleichtern. Eine zentrale Rolle spielen prozedural generierte Höhlen, welche dafür sorgen, dass keine Mission ist wie die andere. Zusätzlich wichtig sind die zerstörbaren Umgebungen. Es gibt dadurch nicht nur den einen Weg, den du nehmen musst. Ihr könnt natürlich nicht in Ruhe Ressourcen abbauen, sondern lebt mit der ständigen Gefahr, von Alien-Viechern gekillt zu werden. Daher geht es auch darum, die richtige Balance zwischen Mining und Kampffähigkeiten zu finden. Zusätzlich wird es in höheren Leveln immer wichtiger, dass man sich mit seinen Kollegen abspricht und zusammenbleibt. Spieler verbringen mit dem Titel im Schnitt 60 bis 100 Stunden. Es sind aber auch viele Stunden mehr drin. Deep Rock Galactic ist aktuell im Xbox Game Pass und war kürzlich auch bei PlayStation Plus dabei, was dem Spiel einen ordentlichen Schub an Spielern gebracht hat. Es sollte also kein Problem sein, Mitspieler zu finden, auch wenn ihr keine Freunde habt, die Lust auf den Titel haben. In Rock is where we go. Es steht außer Frage, dass Ghost of Tsushima ein sehr gutes Einzelspielererlebnis bietet. Eine gute Story, stimmiges Artdesign, schöne Grafik, tolle Sprecher, Top-Sound, eine gelungene Steuerung und vieles mehr machen das Spiel zum Top-Titel. Doch die Entwickler haben auch ein Herz für Koop-Spieler und lieferten per Update einen entsprechenden Modus nach. Der Legends-Mode bringt 4 neue Heldenklassen mit eigenen Spezialfähigkeiten mit. Für 2 Spieler bietet der Modus 9 Story-Missionen, die ihr gemeinsam meistern könnt. Zusätzlich gibt's einen Survival-Modus für bis zu 4 Spieler, bei dem ihr verschiedene Orte in Tsushima von Gegnern verteidigen müsst. Ebenfalls 4 Spieler können an Raubzügen teilnehmen, bei denen Teamwork und genaue Absprachen gefordert sind.
Das Solo-Hauptspiel bietet eine Spielzeit von etwa 25 bis 50 Stunden. Mit dem Koop-Modus Legends beschäftigen sich die meisten Spieler zwischen 7 und 15 Stunden. I am Samurai. But I will sacrifice everything for my home. Auf den Nioh 2 Koop-Modus bin ich über Reddit aufmerksam geworden, nachdem ein Spieler beschrieben hatte, wie viel Spaß er zusammen mit seinen zwei Freunden hatte. Sie hatten zusammen 46 Stunden in den Titel versenkt und die meisten Nebenmissionen absolviert. Das ist kaum mehr, als Solospieler im Schnitt für die Hauptstory brauchen. Über 70 bis 100 Stunden für das ganze Spiel sind nicht ungewöhnlich, denn es ist nicht einfach. Im Koop sinkt der Schwierigkeitsgrad jedoch und insbesondere Bosskämpfe werden leichter, da diese sich eben nicht nur auf einen Spieler konzentrieren. Nur einige spezielle Duelle muss man allein auf die Reihe bekommen. Schaden und Leben der Gegner skalieren natürlich entsprechend mit mehr Spielern, doch insgesamt sei es leichter und würde zusammen viel Spaß machen, was zu zweit oder zu dritt möglich ist. Neben der Hauptstory gibt es noch drei Erweiterungen, die jeweils etwa 5 bis 15 Stunden Spielzeit bieten. Das ganze Paket bekommt man aber auch in der Complete Edition, die für die PS5 gleichzeitig als optisch verbessertes Remaster fungiert. You can't just give up. It Takes Two gilt als eines der besten Spiele des Jahres 2021. Und das völlig zu Recht. Heute ist es ja schon etwas Besonderes, wenn ein Spiel nahezu fehlerfrei auf den Markt kommt. Doch It Takes Two bietet neben gut funktionierender Steuerung und schicker Grafik noch so viel mehr. Es gibt unheimlich viel Abwechslung und unterschiedliche Spielmechaniken, die teilweise nur für einen kleinen Abschnitt des Spiels designt wurden. Wie der Titel vermuten lässt, funktioniert das Ganze nur zu zweit. Ob ihr gemeinsam auf der Couch oder per Online-Koop unterwegs seid, spielt keine Rolle. Ihr werdet fast immer per Splitscreen auch sehen, was euer Partner gerade so treibt. Das ist besonders bei den eingestreuten Rätseln und einigen Abschnitten, bei denen es auf das Timing ankommt, wichtig. Ansonsten ist Kommunikation natürlich unheimlich wichtig. Die Story mit englischer Vertonung ist etwas cheesy, aber insgesamt ganz süß und auch immer wieder witzig. Mit 12 bis 13 Stunden Spielzeit kann man sich nicht beschweren, zumal es sich hier nicht um einen Vollpreistitel handelt. Außerdem brauchen zwei Spieler auch online nur eine Spiellizenz. Es gibt natürlich noch viele weitere Spiele, die im Online-Koop Spaß machen können. Um euch noch ein bisschen Inspiration zu geben, noch ein paar Vorschläge, die ich hier nicht unterbringen konnte. Rares Piratenspiel Sea of Thieves, Outriders von People Can Fly, Back 4 Blood von Turtle Rock Studios, das an Left 4 Dead leider nicht rankommt, The Division 2 oder Ghost Recon Breakpoint von Ubisoft oder auch Red Dead Online von Rockstar. Wer auf Crafting und Survival wie in The Forest steht, dem empfehle ich außerdem noch das verlinkte Video mit 10 guten Sandbox-Survival-Games. Guckt außerdem gerne noch meine anderen Videos zu Couch-Koop-Games an, von denen ja auch viele online funktionieren. Was spielt ihr gerne online zusammen mit Freunden? Schreibt es doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der Videos an, die ich jetzt verlinkt habe. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!